Guten Tag, liebe Zuschauer, und das bewegt uns heute. Angebot. Die Bahn schlägt neutralen Moderator vor. Doch was sagen die Lokführer? Auswertung. Der German Wings-Pilot probte den Absturz wohl schon auf dem Hinflug. Und Aufgebot. Können die geschwächten Bayern gegen Barca gewinnen? Der Bahnverkehr steht fast still, der Bahnkonzern bewegt sich aber. Vor 2 Stunden legte Vorstandschef Grube ein Angebot vor, mehr eine Art Personalie. Er schlägt vor, eine Art Konfliktmoderator mit an den Tisch zu bitten. Nun ist also wieder Lokführer Boss Weselski am Zuge und gleich fragen wir ihn auch, wie er das findet. Zuvor aber noch die Lage an Tag 3 beim großen Bahnstreik. Raschauer am Morgen im Leipziger Hauptbahnhof. So leer hätte selbst Hollywood einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Ostdeutschland wohl nicht bekommen. Wer mitten in Leipzig einen Ort der Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, ist hier richtig. Nur Jakob Schlinger nervt diese Ruhe, weil sie einfach mal zu viel Zeit kostet. Ein riesengroßer Umweg und halt Ärgernis. Weil im Endeffekt, ich habe auf der Bahnseite geschaut und die haben gesagt, man soll schauen, was für Alternativen man da hat. Und die haben mir erstmal eine Strecke über Dresden angeboten. Und das ist 3 Stunden Umweg, also insgesamt 4,5 Stunden unterwegs für eine Strecke von knapp 70 Kilometern. Es ist Bahnstreik und Deutschland hat sich irgendwie damit arrangiert, dass auf der Schiene wenig nach Plan geht. In Leipzig fahren nur etwa 20% der Züge, das heißt umsteigen, warten, hoffen. Es nervt und so schaut man hoch nach Berlin, was hinter diesen Fenstern gesprochen wird. Bahnchef Grube tritt da vor die Presse, fordert die GDL zum Einlenken. Auch ein Unternehmen ist genervt, klagt über die hohen Kosten. Dieser Streik fügt uns als Unternehmen der Deutschen Bahn einen enormen finanziellen Schaden zu. Schon die bisherigen Streiks haben die Deutsche Bahn rund 220 Millionen Euro gekostet. Und darin sind die Verluste, die der jetzt gerade durchgeführte Streik noch gar nicht entsprechend enthalten ist. Der Vorschlag der Bahn, der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzek solle jetzt vermitteln. Denn es gäbe ja so viel, so die Bahn, über das sich reden ließe. Nicht nur die 4,7% mehr Lohn für die Lokführer. In den ersten 4 Monaten diesen Jahres haben wir auch daran gearbeitet, die Überstunden beispielsweise im Fernverkehr weiter abzubauen. Und meine Damen und Herren, wir haben, und ich möchte das hier nochmal bekräftigen, auch angeboten, dass wir zur Entlastung nochmals 300 Lokführer zusätzlich einstellen werden. Vor allem für den Güterverkehr wäre eine schnelle Einigung wichtig. Bis zu 3 Tage Stillstand seien verkraftbar, meinen Wirtschaftsforscher. Ab dann werde es richtig teuer. Deutschland schaut wieder einmal gespannt auf ihn, was GDL-Chef Weselski wohl der Bahn heute antwortet. Und wir schauen nicht nur auf ihn, wir fragen ihn. Am Kölner Hauptbahnhof hat sich der Chef der Lokführergewerkschaft GDL positioniert, Klaus Weselski. Guten Tag, Herr Weselski. Platzek. Schönen guten Tag. Platzek als Beobachter und vielleicht noch heute zurück an den Verhandlungstisch. Sie mit Ihrem eigenen Beobachter, könnten Sie damit leben? Zuerst sprechen wir mal über den PR-Gag der Deutschen Bahn AG und den Treppenwitz der Geschichte. Herr Grube stellt sich vor die Öffentlichkeit und erklärt, er hat mir einen Brief geschrieben. Ich habe am 12.30 Uhr noch einen Briefkasten kontrollieren lassen. Vielleicht ist das mit der Postkutsche unterwegs und es dauert noch 3 Tage. Und ich bitte Sie um Verständnis, die Öffentlichkeit, die Fahrgäste, diese unsägliche Medienkampagne, die die Bahn hier führt, die ist nicht mehr auszuhalten. Herr Weselski, ein Vorstandsvorsitzender erlaubt sich, ein öffentliches Angebot zu machen und die GDL hat es nicht. Das ist der Treppenwitz der Geschichte. Das heißt, ich kann den Hörern, den Zuschauern des Mittagsmagazins eben nicht antworten, wie wir damit umgehen, weil wir es nicht haben. Okay, und das Herr Weselski, ist schlicht und ergreifend eine Unverschämtheit. Aber abgesehen von den Formalitäten mit dem Brief, der ist vielleicht noch nicht da, vielleicht kam er auch per E-Mail, und abgesehen von der ganzen Aufregung, klingt dieses Angebot in vielen Ohren auch relativ vernünftig. Man setzt sich wieder zusammen und redet einfach drüber, um diese verfahrene Situation anzuschieben. Was ist daran so falsch? An Reden ist nie was falsch, an Verhandeln auch nicht. Und die GDL hat bewiesen, dass sie sowohl reden als auch verhandeln kann. Die GDL hat Kompromisse angeboten, die Bahn hat diese Kompromisse dankend angenommen und hat am Ende einen einzigen Satz gesagt. Wir wollen
dass die Tarifverträge einheitlich sind. Es gibt keine Unterschiede. Und das mit zwei Gewerkschaften, die diametrale Forderungen erhoben haben. Die GDL fordert Arbeitszeitverkürzung, fordert Belastungssenkung, während die anderen nur 3 bzw. 4% lineare Erhöhung bekommen werden. Diese Unterschiede sind nicht einzuebnen mit dem Satz. Okay. Sie klingen sehr hart in Ihrer Position. Zum Schluss aber noch die Frage, Sie könnten ja, wenn Sie dieses Angebot, sollte es nachher im Briefkasten liegen, nach unserem Interview, und Sie lesen sich das durch und Sie prüfen es, könnten Sie ja während dieser Prüfung zumindest die Züge wieder fahren lassen. Wäre das nicht ein fairer Vorschlag? Das ist leider kein fairer Vorschlag. Und es ist das Bahnmanagement, das diese Situation alle verpasst hat, und zwar absichtlich. Wir haben am 16. und 17. April vorher mitgeteilt, dass wir Zwischenergebnisse erzielen und dann weiterverhandeln. Die Bahn hat sie alle zunichte gemacht. Die Bahn will zurück auf den Ausgangspunkt. Das ist wie beim Mensch, ärger dich nie. Zurück auf Anfang. Und an der Stelle bleibt für jeden erkennbar, dass die Bahn ein ganz hässliches Spiel spielt. Auf dem Rücken der Bahnreisenden, auf dem Rücken der Güterverkehrskunden. Und das ist immer offensichtlicher. Denn wer nie in der Lage ist, ein Angebot zu dem Zeitpunkt in die Welt zu bringen und an den Partner zu bringen, mit dem er eigentlich einen Tarifvertrag abschließen will, der sucht nur sein Heil in der Flucht nach vorne und in einer Medienshow. Mehr ist im Moment von unserer Seite dazu nicht zu sagen. Also, Klaus Weselski, der Chef der Lokführer, er bleibt hart und wir gehen davon aus, der Streik geht weiter. Läuft zumindest erstmal bis Samstag weiter. Herr Weselski, trotzdem vielen Dank nach Köln. Ich danke Ihnen auch. Auch Erzieherinnen in einer Kindertagesstätte haben bei den Gewerkschaften mit deutlich über 90% für Streik gestimmt. Der nächste Streik. Und schon übermorgen sollen die ersten Kitas auch dicht machen. Die Mitarbeiter tragen immer mehr Verantwortung für die Kleinen, das aber gerade mal für 1.500 Euro netto am Anfang und mit relativ mageren Aufstiegschancen. Der Kita-Streik kommt am Freitag, unbefristet. Und für viele Mütter und Väter heißt das jetzt erstmal Plan B. Dienstag, später Nachmittag in Ludwigshafen. Diese Mütter haben gerade ihre Kinder abgeholt, vom Hort oder von der Kita. Sie alle haben noch bis gerade eben gearbeitet. Gülsen Boss beispielsweise ist alleinerziehend, selbstständige Immobilienmaklerin und mittlerweile auch sowas wie die Cheforganisatorin in Sachen Kita-Ersatz. Was soll ich machen? Ich habe 3 kleine Kinder. Ich arbeite von morgens bis abends bis diese Uhr. Und was soll ich Kinder kleine lassen? Das ist schlecht, ehrlich. Ja, wir müssen halt uns selbst organisieren. Müssen wir gucken, wie wir die Kinder betreuen, dass wir uns im Abwechseln im Urlaub, dass sich jeder mal einen Tag nimmt. Ja, hast du gebracht deinen Bruder? 2 oder 3 von den Kindern nimmt. Ja, und das ist aber auf Dauer auch keine Lösung. Ja, auch keine Lösung. Wenn ich hatte, so kleine Kind kann ich nicht zu Hause lassen. Und mein Sohn ist noch kleiner. Seit Tagen steht das Handy von Gülsen Boss nicht mehr still. Über Facebook und andere soziale Netzwerke versuchen die Mütter, sich auf den Streik der Erzieher vorzubereiten. Wer kann wann welche Kinder übernehmen? Und trotzdem haben sie auch Verständnis für den Arbeitskampf der Erzieher. Die machen ihren Job wirklich toll, ne? Und wir sind auch alle zufrieden. Bloß, wir sehen halt bloß nicht ein, dass wir die Leidtragenden sind durch dieses ganze Chaos. Und hier im Rathaus sitzen aus ihrer Sicht die Verantwortlichen für dieses Chaos, die Stadt als Arbeitgeber. Gülsen Boss hat bereits vergangene Woche einige Eltern zusammengetrommelt. Ihre Forderung? Mehr Geld für Erzieher. Die wollen alles in allem 10% mehr Gehalt. Von der Stadt oder halt von den Arbeitgeberverbänden fordern mehr, dass sie endlich mal nachgeben und die Forderung nachgeben, die 10%, die sie verlangen. Und dass endlich mal Ruhe ist und die Streiks endlich mal aufhören, weil das geht seit letztes Jahr und uns steht's bis dahin, also uns reicht's. Dabei geht es jetzt gerade erst los. Von Freitag an müssen die Eltern wieder sehen, wo sie ihre Kinder unterbringen. Streik unbefristet. Ich habe zum Glück eine recht große Familie. Meine Mama will dann öfters mal auf den Kleinen aufpassen, meine Geschwister. Wenn es drauf ankäme, würde ich auch meinen Kleinen mit zu mir in die Schule nehmen. Doch sie hier haben diese Möglichkeiten nicht. Sie werden wohl abwechselnd Urlaub nehmen müssen. Und es kann sein, dass manche Kita sogar bis Pfingsten dicht bleibt. Für die alleinerziehende Gülsen Boss und alle hier eine Horrorvorstellung. Wie nur, das fragen sie sich, sollen sie Arbeit und Familie unter einen Hut bekommen?
Es knirscht gerade gewaltig in der Großen Koalition, im BND-NSA-Schnüffelskandal. Vizekanzler Gabriel traut der Kanzlerin selbst nicht mehr so ganz über den Weg und pocht auf Herausgabe der geheimen Liste mit den Suchbegriffen. Das aber will Merkel erstmal mit den USA absprechen. Innenminister de Maizière steht in diesen Minuten wahrscheinlich vor dem parlamentarischen Kontrollgremium Rede und Antwort als früherer Kanzleramtsminister. Kann er vielleicht mehr Licht in dieses deutsch-amerikanische Lauschen hineinbringen? Bad Aibling. Von hier überwachte der BND Telefon- und Internetverkehr in Krisenländern wie zum Beispiel Afghanistan. Benutzt werden Suchbegriffe, sogenannte Selektoren. Das können E-Mail-Adressen sein oder Namen. Auch die amerikanische NSA lieferte Zehntausende solcher Suchbegriffe und bekam die Ergebnisse. Thomas de Maizière war 2007 Chef des Kanzleramtes. Damals schon hatte der BND selbst Zweifel, ob die Amerikaner nicht zu viel wissen wollten und sortierte Suchbegriffe der NSA aus. Heute soll de Maizière erklären, was er damals von den Aktivitäten der Amerikaner wusste. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, sagte die Kanzlerin nach den Snowden-Enthüllungen. Und der BND überprüfte erneut die amerikanischen Suchbegriffe, fand darunter offenbar auch Ziele in Frankreich und bei europäischen Institutionen. Offen ist, ob der BND über alle diese Vorgänge seinen eigenen Chef Gerhard Schindler und dieser das Kanzleramt informierte oder nicht. Ein handfester Koalitionskrach liegt in der Luft. SPD-Chef Gabriel macht klar, dass Angela Merkel für Aufklärung sorgen müsse. Die Kanzlerin dagegen will die Listen der Suchbegriffe nur herausgeben, wenn die Amerikaner zustimmen, was wenig wahrscheinlich ist. Unser Mann im Hauptstadtstudio weiß sicher noch mehr. Reinhard Becker, guten Tag in Berlin. Auch wenn die Arbeit des Kontrollgremiums heute natürlich auch geheim ist, kann de Maizière die Dinge erhellen? Ja, da kann man gespannt sein. Nach allem, was wir wissen, wird er sagen, dass er, war ja 2007, 2008, da soll es ja die ersten Hinweise vom BND Richtung Kanzleramt gegeben haben, dass er da von Selektoren, um die es hier geht, also von diesen Suchbegriffen, keine Kenntnis hatte, dass es nur in Rede stand, dass die Amerikaner, dass die NSA den BND sozusagen benutzen möchte, um bestimmte Dinge rauszufinden. Von Selektoren hat er angeblich, das ist das, was wir wissen, nichts gewusst. Das wird er hier wohl sagen. Es geht einfach bei der ganzen Sache darum, und das haben hier auch verschiedene Ausschussmitglieder vorher klar gemacht, um die Frage, wird diese Liste mit diesen 2000 Selektoren, die ja eingesetzt worden, offensichtlich jedenfalls, wird die herausgegeben oder nicht? Da sagt die Bundesregierung bisher, da brauche man sozusagen das Go, das grüne Licht der Amerikaner, sonst könne oder wolle man die nicht herausgeben. Das sorgt für mächtig Ärger hier, insbesondere bei der Opposition, bei Linken und Grünen. Herr Becker, das müssen wir also noch abwarten, ob die Regierung die Liste herausrückt. Kommen wir mal zur Stimmung. 62% der Bundesbürger, so steht heute in einer neuen Umfrage geschrieben, sehen die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin gefährdet, vor allem wenn sie erst noch die Amerikaner fragen muss. Sieht sie das selbst auch so? Ich glaube, das sieht sie selber noch nicht so, aber es geht natürlich um ihre Glaubwürdigkeit, insbesondere um die Frage, gab es da mehr als der offensichtlich bekannte EADS-Fall? Also das heißt, wurde da doch mehr bei europäischen Partnern und Nachbarn ausspioniert? Diese Frage kann man, wie gesagt, nur mit dieser Liste von Selektoren endgültig beantworten. Da steht sie im Wort und da hat sie ja auch ihr Vizekanzler, SPD-Chef Gabriel, sozusagen unter Druck gesetzt. Also wird ganz entscheidend davon abhängen, was kommt an die Öffentlichkeit. Und dann geht es natürlich um die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin. Also wir müssen noch ein bisschen abwarten und bleiben aber auf jeden Fall dran an der Geschichte. Dankeschön, Reinhard Becker aus Berlin. Der Absturz der Germanwings-Maschine am Vormittag des 24. März auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf, Rückflug, kehrt nochmal mit erschreckenden Erkenntnissen zurück in unser Bewusstsein. Die französische Flugsicherheit legte heute Mittag einen Zwischenbericht vor, der uns schon wieder schockiert. Angeblich hat der Co-Pilot der Maschine bereits auf dem Hinflug nach Barcelona grundlos einen Sinkflug geprobt. Es war eines der schwersten Flugzeugunglücke auf französischem Boden. Am 24. März zerschellt ein Airbus der Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen.
Die Bergung der Opfer in dem schwer zugänglichen Gebiet ist schwierig. Die Trümmerteile sind weit zerstreut. Am nächsten Tag kommen Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande an den Unglücksort. Unter den 150 Toten sind 72 Deutsche. Die Staatsanwaltschaft in Marseille ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Ein erster Verdacht nach Auswertung des Stimmenrekorders. Der Co-Pilot hat wohl mit Absicht den Airbus zum Absturz gebracht, nachdem er sich im Cockpit eingeschlossen hatte. Der Pilot, der das Cockpit verlassen hatte, um zur Toilette zu gehen, konnte nicht mehr eingreifen. Das ruhige Atmen des Co-Piloten ist zu hören und die Versuche der Besatzung, die Tür zum Cockpit aufzuschlagen. Der andere Flugschreiber belegt, dass der Co-Pilot bei dem von ihm eingeleiteten Sinkflug sowohl die Höhe als auch die Geschwindigkeit des Flugzeugs nachsteuerte und den Steuerknüppel betätigte. Der 27-jährige Co-Pilot war in der Vergangenheit wegen psychologischer Probleme in Behandlung gewesen und wollte sich offenbar das Leben nehmen. Jetzt teilte die französische Ermittlungsbehörde mit, dass er auf dem Hinflug nach Barcelona während eines genehmigten Sinkflugs offenbar mehrfach die eingestellte Flughöhe verändert hat. Ja, mein Kollege Matthias Werth kann uns jetzt mehr von den neuen Erkenntnissen der Flugsicherheitsexperten berichten. Guten Tag in Paris, Matthias. Was haben denn die Franzosen noch herausgefunden, was wir bis jetzt noch nicht wissen? Naja, über den eigentlichen Tag des Absturzes haben wir ja schon relativ viel erfahren. Und nun gibt es tatsächlich neue Erkenntnisse von dem Hinflug, also von dem Flug von Düsseldorf nach Barcelona. Auch dort ist der Co-Pilot für eine gewisse Zeit, etwa 4 Minuten, allein im Cockpit gewesen. Dann hat er einen allerdings von der Flugüberwachungsbehörde in Bordeaux vorgeschriebenen Sinkflug eingeleitet. Er war davor auf 35.000 Fuß, ist dann sozusagen mit mehreren Anweisungen bis auf 2.100 Fuß runtergegangen. Das war genehmigt, also ein ganz normaler Sinkflug. Aber während dieses Sinkflugs hat der Co-Pilot mehrfach versucht, den Autopiloten umzustellen auf 100 Fuß, dann wieder auf 49.000 Fuß. Das geht also rauf und runter. Das erste Manöver hat 3 Sekunden gedauert. Das zweite Manöver dieser Versuche, das umzustellen, hat ungefähr 1,5 Minuten gedauert. Das ist neu. Matthias, sehr gespenstisch. Bei so einer Anomalie auf dem Hinflug, hätten da nicht irgendwo irgendwelche Alarmglocken schrillen müssen? Ja, das ist natürlich der erste Gedanke, den man hat. Auf dem zweiten ist es so, dass dieser genehmigte und vorgeschriebene Sinkflug ganz normal, sehr harmonisch, wenn man das so will, runtergeht. Und während dieses Sinkflugs hat er diese Verstellungen am Autopiloten gemacht, aber nicht ausgelöst, sodass man das nur hätte dann sehen können oder spüren können, wenn nach der ersten Landung in Barcelona sozusagen die Flugdaten bereits ausgewertet worden wären. Aber das passiert normalerweise überhaupt nicht. Also während des Fluges ist davon sicherlich so gut wie überhaupt gar nichts zu spüren gewesen. Dankeschön, Matthias Werth, für diese Informationen live aus Paris. Ja, soweit der vorletzte Tag vor der Stunde Null in Deutschland vor genau 70 Jahren. Am Freitag dann will auch der Bundestag an diesen denkwürdigen Tag erinnern. Und wir berichten natürlich hier im Mittagsmagazin darüber, historisch und aktuell. Und sehr aktuell ist jetzt auch eine neue Tagesschau aus Hamburg. Judith Rakers, bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Bundesweite Razzia gegen mutmaßliche Rechtsterroristen. Die Bundesanwaltschaft ließ Wohnungen in 5 Bundesländern durchsuchen. Dabei wurden 3 Männer und eine Frau festgenommen. Den Ermittlungen zufolge plante die Gruppe unter anderem Anschläge auf Moscheen und Asylbewerberunterkünfte. Zudem seien pyrotechnische Gegenstände mit großer Sprengkraft sichergestellt worden. Brandanschlag auf geplante Asylbewerberunterkunft. Unbekannte haben an dem Haus im rheinland-pfälzischen Limburger Hof Feuer gelegt. Die Polizei prüft einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund. In das Gebäude hätten in wenigen Wochen 16 Asylbewerber einziehen sollen. Zuletzt hatte Anfang April ein Brandanschlag auf ein geplantes Flüchtlingsheim in Tröglitz für Schlagzeilen gesorgt. Neuer Höchststand bei Zahl der Binnenflüchtlinge. Im vergangenen Jahr ist die Zahl auf 38 Millionen Menschen gestiegen. Das geht aus einem Bericht des norwegischen Flüchtlingsrats und des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hervor. Am schlimmsten ist demnach die Lage in den Ländern Syrien, Irak, Südsudan, in der Demokratischen Republik Kongo und in der Ukraine. Erstmals wieder direkte Fährverbindung zwischen USA und Kuba geplant.
Die USA haben erste Lizenzen für die Strecke von Miami nach Havanna vergeben. Eine Genehmigung aus Kuba steht nach Angaben aus Washington aber noch aus. Die USA und Kuba hatten nach Jahrzehnten diplomatischer Eiszeit im Dezember eine Normalisierung der Beziehungen angekündigt. Schwere Schäden nach Unwetter in Norddeutschland. Besonders schlimm hat es die Kleinstadt Bützow in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Dort wurden viele Häuser schwer beschädigt und etwa 30 Menschen verletzt. Bäume stürzten um. In Hamburg kam ein 26-Jähriger ums Leben, als Teile eines Daches auf sein Auto stürzten. Mehr zu dem Unwetter auch später im Mittagsmagazin. Und nun zurück zu Stefan Scheider. Dankeschön, Judith. Morgen bricht auf einer EU-Insel der Tag der Wahrheit an. Die Briten wählen. Die ganze Woche schon blicken wir ja auf das Stimmungsbarometer in Großbritannien, wie es den Menschen geht und ob da vielleicht sogar ein Machtwechsel in der Luft liegt. Heute verschlägt es uns in den Westen, und zwar nach Swindon. Dort begegnen wir Menschen, die händeringend zum Beispiel nach einem Job suchen, auch einen finden und dann doch noch ganz schnell eine Absage per SMS bekommen. Wir treffen also Verlierer, die man im Aufschwung offenbar vergessen hat. In Londons Finanzdistrikt waren wir der Frage nachgegangen, wieso die britische Wirtschaft wieder wächst. Aber wieso profitieren nicht alle vom Aufschwung? Dafür fahren wir nach Swindon, in den Westen Englands. Hier sind Produktionsstätten wie die von Honda wichtige Arbeitgeber. In der Rezession verloren hier viele ihre Arbeitsplätze. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wird hier wieder eingestellt. Auch Ian Fox hat wieder einen Job. Er nimmt uns mit auf seinen Weg zur Schicht. Nur weiß er nicht, ob er überhaupt arbeiten wird. Manchmal bin ich um 1:30 da. Höre mir das Briefing an und dann sagt man mir, man habe mir gerade eine Textnachricht geschickt, dass ich heute nicht arbeiten muss. Und dann werde ich nach Hause geschickt. Es gibt keine Garantie. Er muss bereitstehen von Montag bis Freitag. Bezahlt wird er nur, wenn er auch arbeitet. Meistens wird abgesagt per SMS, auch heute. Das gibt dir natürlich kein gutes Gefühl, weil man ja weiß, dass es Rechnungen zu bezahlen gibt. Die Miete. Und das Essen. Das ist wirklich hart. Mindestens 700.000 Briten haben flexible Arbeitsverträge, die kein Geld garantieren. Null-Stunden-Verträge werden sie genannt. Auch deshalb sinken die Arbeitslosenzahlen. Aber mehr Geld haben diese Arbeiter trotzdem nicht zwangsläufig. Das bekommt auch Diane Killick zu spüren. Sie arbeitet seit 8 Jahren bei der Foodbank in Swindon. Es kommen viel mehr Leute mit immer mehr Problemen. Welche Probleme? Die Leute haben einfach Probleme mit ihrem täglichen Leben. 9 von 10 brauchen jemanden zum Reden, eine starke Schulter, um sich auszuheulen. Die Zahlen solcher Essenstafeln haben sich in den letzten Jahren verzehnfacht. Das liegt auch daran, dass die Sozialleistungen der Regierung drastisch gekürzt wurden und der neue Haushaltsentwurf sieht weitere Einsparungen von 12 Milliarden Pfund vor. This is getting wider. Für mein Empfinden geht die Schere zwischen Arm und Reich in dem Land immer weiter auseinander. Die Reichen schauen, dass sie noch mehr Geld verdienen und bemerken gar nicht, dass auf der anderen Seite immer mehr Menschen in die Armut abdriften. Die Schere zwischen Arm und Reich ist auch ein Wahlkampfthema. Vor allem die schottischen Nationalisten wollen sich für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Die Partei bekommt gigantischen Zuspruch und deshalb geht unsere Reise weiter nach Schottland. Die Organspendenmanipulationen für die ohnehin kleine Gemeinde der Organspender und die fast 11.000 Wartenden in Deutschland ein verheerender Skandal. Vor 3 Jahren kam heraus, dass Mediziner bei Patientendaten möglicherweise irgendwie gemauschelt haben, wodurch einige früher dran kamen und einige noch länger warten mussten. In dieser Sache hat das Landgericht Göttingen heute ein Machtwort gesprochen. Und das macht den angeklagten Arzt zu einem freien Mann. Die Staatsanwaltschaft will das aber so nicht stehen lassen. 8 Jahre Freiheitsstrafe hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gefordert. Die Richter folgten jedoch dem Antrag des Verteidigers. Freispruch. Moralisch jedoch, so betonte der Vorsitzende Richter Ralf Günther, seien die Taten des angeklagten Chirurgen zu missbilligen.
Das Gericht hat nach Vernehmung von mehr als 100 Zeugen und Anhörung von 9 Sachverständigen die Überzeugung gewonnen, dass ihm ein Verstoß gegen strafrechtliche Bestimmungen nicht nachzuweisen ist. Und verbunden mit diesem Freispruch hat das Gericht unter anderem angeordnet, dass der Angeklagte wegen der erlittenen Untersuchungshaft, die mehr als 11 Monate angedauert hat, zu entschädigen ist. Sichtlich erleichtert nahm der Arzt das Urteil entgegen. Durch die Veränderung von Krankendaten hatte er dafür gesorgt, dass seine Patienten auf der Warteliste für Organe bevorzugt wurden. Über dem Prozess schwebte die Frage, ob andere Wartende durch sein Handeln starben. Wir sind erstmal erleichtert über diesen Freispruch. Wir müssen die einzelnen Gründe uns noch anhören. Wir teilen schon per se natürlich nicht die Argumentation der Kammer in allen Punkten. Aber ganz wichtig für uns ist, dass auch bestimmte Beanstandungen, die wir hinsichtlich der Richtlinien erhoben haben, dass die auch hier Beachtung gefunden haben. Das ist wichtig für alle Patienten und auch für die Verteilungsgerechtigkeit, die bislang aus unserer Sicht nicht gegeben war. Die Formalien für die Vergabe von Organen hatte die Verteidigung immer wieder zum Thema gemacht. Im Juli 2012 wurde bekannt, dass es hier an der Universitätsmedizin Göttingen Unregelmäßigkeiten bei der Lebertransplantation gegeben hat. Bundesweit wurde das Vergabeverfahren reformiert. Das Göttinger Klinikum ging noch weiter. Wir haben ja sehr schnell und rasch damals auch unser gesamtes Lebertransplantationsprogramm umgestellt. Das heißt, auch das Bewusstsein der Menschen, die dort daran gearbeitet haben, hat sich geändert. Wir haben ein klares Qualitätsmanagement damals eingeführt gehabt, sodass wir also auch mit dem Acht-Augen-Prinzip, mit den Abläufen, die dort genau dokumentiert worden sind, eigentlich alles auf eine sichere Basis gestellt haben. In Göttingen werden nur noch Herzen verpflanzt. Nach mehr als 20 Jahren hat die Klinik am 1. Januar die Lebertransplantationen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Verfahren Revision angekündigt. Der Prozess könnte wegweisend werden. Eine unabhängige Kommission stellte in Münster, Berlin, Regensburg, München und hier in Leipzig insgesamt 79 Manipulationen bei der Vergabe von Organen fest. Ja, solche Manipulationen wären inzwischen gar nicht mehr möglich. Das versprechen uns Experten und Politiker. Die Gesellschaft hat offenbar aus diesen Skandalen gelernt und schon steigt auch wieder ganz langsam die Zahl der Menschen mit Organspendeausweis. Eine gute Nachricht nach den dramatisch niedrigen 864 Spenden nur im letzten Jahr. Kehrt jetzt das verlorene Vertrauen der Bundesbürger wieder zurück? Wenn das Spenderorgan da ist, muss alles schnell gehen. Das war auch schon vor dem Skandal so. Nach den Manipulationen hat sich aber einiges geändert. Unter anderem werden alle Transplantationszentren regelmäßig unangekündigt überprüft. Die Manipulation an Patientenakten ist nun ein Straftatbestand. Und alle Kliniken müssen Transplantationsbeauftragte benennen, die sich um die Patienten kümmern sollen. Für die Ärzteschaft der richtige Weg. Diese strikte Kontrolle, die früher nicht möglich war, macht es heute sicher, dass jede Klinik weiß, es kommt die Prüfung. Und dadurch haben wir auch einen hohen präventiven Charakter dieser Vorschrift. Nicht nur die Ärzte sind zuversichtlich, auch der Gesundheitsexperte der Union, Jens Spahn, hält die Änderungen am Gesetz für wirksam. Entscheidend ist, dass jemand, der heute eine Liste für Organspende manipuliert, damit rechnen muss, erwischt zu werden. Es wird mehr kontrolliert. Es ist klar geregelt, dass das auch mit hohen Strafen versehen ist. Und damit gehen wir davon aus, dass es solche Manipulationen nicht mehr gibt. Gleichzeitig wollen wir die Bevölkerung besser aufklären. Es gibt mehr Informationskampagnen, um deutlich zu machen, wer ein Organ spendet, der rettet am Ende Leben. Und das scheint auch nötig. Unter dem Eindruck des Skandals sind die Organspenden stark zurückgegangen. Zwischen 2010 und 2014 sanken sie in Deutschland von fast 1300 Fällen auf nur noch unter 900. Das ist ein klarer zeitlicher Zusammenhang mit dem Bekanntwerden der Wartelistendatenmanipulation. Also da besteht ein Zusammenhang. Es ist so, dass Gott sei Dank es im Moment zu einer Stabilisierung zunächst mal der Spenderzahlen gekommen ist. Und wir haben jetzt die ersten Anzeichen, dass die Spenderzahlen sich langsam erholen könnten. Die Opposition möchte trotzdem einen anderen Weg einschlagen und künftig staatlichen Stellen mehr Einfluss geben. Die linken Abgeordnete Vogler kritisiert vor allem, dass die Richtlinienkompetenz nicht bei einer öffentlichen Stelle liegt für die Verteilung der Organe. Sondern bei der Bundesärztekammer, das ist ein nicht eingetragener Verein, so dass man da auch als Politik, die eigentlich für ethische Fragen ja zuständig ist und demokratisch legitimiert ist, relativ wenig Eingriffsmöglichkeiten hat.
Jeden zum Organspender zu machen, der nicht ausdrücklich widerspricht, wie lange diskutiert, wollen die Gesundheitsexperten übrigens alle nicht. Obwohl das in anderen Ländern erfolgreich praktiziert wird. Und wir blicken wieder auf die großen Marktbarometer, DAX, Euro und Co. Wo steuern sie heute hin und was haben zum Beispiel Windeln an der Börse zu suchen? Gleich mehr davon unserem Fachmann Stefan Wolf. Jetzt aber erstmal das Nachrichtenpaket aus der Wirtschaft. Zu rüstig für die Rente. Viele Deutsche im Rentenalter fühlen sich zu fit, um in Rente zu gehen. Der Anteil derjenigen, die mit 65 weiterarbeiten, hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt, so das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Viele Menschen hierzulande sind sogar mit 74 Jahren noch im Beruf. Dabei arbeiten sie weniger aus finanziellen Gründen, sondern vielen geht es dabei um Selbstverwirklichung und Freude am Beruf. So liegt der Anteil der arbeitenden über 65-Jährigen bei Gutverdienern und Hochqualifizierten besonders hoch. Chefwechsel bei der Allianz. Nach 12 Jahren an der Spitze von Europas größtem Versicherungskonzern übergibt Allianz-Chef Diekmann den Posten an seinen Nachfolger Bäte. Auf der Hauptversammlung heute ist Konzernchef Diekmann zum letzten Mal vor die Aktionäre getreten und präsentierte einen guten Jahresstart. So legte der Gewinn im ersten Quartal unterm Strich um 11% zu auf 1,8 Milliarden Euro. EuGH entscheidet über Postsubventionsstreit. Im europäischen Rechtsstreit um Staatshilfen für die Deutsche Post hat sich die EU-Kommission durchgesetzt. Deutschland habe nicht alles getan, um einen Beschluss der EU gegen rechtswidrige Subventionen für die Post umzusetzen, entschied der Europäische Gerichtshof. Die Richter äußerten sich aber noch nicht über mögliche Rückzahlungen der Beihilfen im Volumen zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro. BMW weiter auf Rekordkurs. Die Nachfrage nach Autos des bayerischen Herstellers läuft weltweit auf vollen Touren. Das hat dem Konzern im ersten Quartal einen Umsatzsprung um 15% auf rund 21 Milliarden Euro beschert. Der Gewinn vor Steuern kletterte um 5,1% auf 2,3 Milliarden Euro. Der scheidende Vorstandschef Reithofer bekräftigte die Prognosen fürs laufende Jahr. Umsatz und Gewinn sollen neue Bestmarken erreichen. Die laufende Bilanzsaison bestimmt das Geschehen an der Börse. Und damit herzlich willkommen hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, wo die Anleger ganz unterschiedlich auf die Zahlen von Allianz und BMW reagiert haben. Bei der Allianz griffen die Anleger zu. Der Ausblick hat überzeugt, die Papiere steigen um 2,5%, während BMW-Aktien um 0,4% nachgeben. Liegt daran, dass hier einige mal Kasse gemacht haben, die gemachten Gewinne mitgenommen haben. Beim deutschen Aktienindex sieht das ganz anders aus. Hier steigen die Kurse wieder in der ganzen Breite. Der deutsche Aktienindex jedenfalls mit einem Plus von 1% oder 122 Punkten bei 11.449 Punkten. Sie können wahrscheinlich die Kartons hier hinter mir erkennen. Die gehören normalerweise nicht an die Börse, die gehören zu Windeln.de. Da sind also normalerweise Windeln drin oder anderer Babybedarf. Windeln.de ist ein Online-Shop, der heute den Sprung an die Börse wagte. Doch der ging ganz buchstäblich in die Hose. Denn Windeln.de gab seine Aktien zu 18,50 Euro das Stück heraus. Der erste Kurs lag schon drunter bei glatten 18 Euro. Und danach gab es kein Halten mehr. 16,56 Euro. Kosten die Papiere im Moment. Für das Unternehmen und die Altaktionäre lohnt es sich trotzdem. Der Börsengang spült über 200 Millionen Euro in die Kassen. Etwa 100 Millionen bleiben für Investitionen. Windeln.de will einen neuen Online-Shop aufbauen für Eltern, deren Kinder dem Windelalter entwachsen sind. Online-Shops sind in. Im vergangenen Jahr stürmte Zalando an die Börse. Das Bekleidungsgeschäft, das seine Kunden angeblich vor Glück schreien lässt, war anfangs auch nicht der Brüller, überraschte aber kürzlich mit schwarzen Zahlen. Rocket Internet war noch so ein Börsengang. Dieses Unternehmen macht Online-Unternehmen fit für die Börse. Jetzt also Windeln.de mit Kursverlusten am ersten Handelstag. Bei mir zu Gast ist Roland Fiege von IPG Media Brands, einem Beratungsunternehmen. Ist dieses Unternehmen Windeln.de vielleicht zu spezialisiert, um ein Börsenkandidat zu sein? Nein, eigentlich nicht. Es ist ja sehr zu begrüßen, dass auch aus Deutschland mal wieder ein Börsengang kommt. Onlinehandel liegt voll im Trend und vor allem für die Zielgruppe, die Windeln.de hat, ist das genau der richtige Weg.
Und die anderen Unternehmen haben sich ja auch gemacht. Die Aktien von Zalando beispielsweise sind seit dem Börsengang gerechnet um gut ein Viertel gestiegen. Die Papiere von Rocket Internet inzwischen ebenfalls sehr stark gefragt. Das heißt also, da haben sich die anfänglichen Verluste auch wieder erledigt. Spiegelt das so etwa den Erfolg dieser Unternehmen auch wieder? Ja, die machen natürlich sehr vieles richtig, logistisch, aber auch vom Sortiment her. Gerade zu Beginn hat Rocket und Zalando natürlich auch sehr viel in Werbung gesteckt und ins Marketing gesteckt. Und das haben sie jetzt ein bisschen zurückgefahren. Das sieht man sofort im Ergebnis. Und ich denke, das können wir bei Windel.de auch erwarten. Nun ist es ja so, dass es einen ganz großen Anbieter gibt, der quasi alles zu überschatten scheint, nämlich Amazon. Können denn unter diesem Schatten andere Unternehmen vegetieren und existieren? Ja, als Spezialanbieter oder Nischenanbieter, quasi als Fachhändler im Internet auf jeden Fall. Amazon ist natürlich ein großes Warenhaus, wo sie alles bekommen können. Aber gerade so ein Thema wie bei Windel.de, ich bin selbst junger Vater, dann braucht man spezielle Tipps und spezielle Inhalte, um quasi auch so eine Führung durch den Produktdschungel zu bekommen. Und ich denke, da kann Windel.de gut punkten. Früher hieß es Wein, will man kosten, in einem Buch mal blättern. Sind diese alten Gewohnheiten völlig obsolet? Nein, das sind sie nicht. Das sieht man ja auch. Also sehr große Kostenfaktoren bei den Online-Händlern sind natürlich die Retourquoten. Aber das Kernprodukt von Windel.de hat ja eher weniger Retouren zu befürchten. Insofern auch da, denke ich, ist Produktpräsentation im Internet das Wichtigste, dass die Kunden nicht so viel zurückschicken müssen. Roland Fiege war das zu den aktuellen Trends im Online-Shoppen, mit denen ich zurückgebe zu Stefan Scheider nach München. Ja, danke schön, Stefan. Wer über Pfingsten einen kleinen Autotrip an den Gardasee oder sonst wohin ins nahe Ausland macht oder plant, dem geben wir jetzt einen ganz wertvollen Tipp mit auf die Reise. Fahren Sie besser nach Vorschrift. Denn EU-Mitglieder tauschen ja inzwischen die Daten von Verkehrssündern über die Grenzen hinweg aus. Und jetzt haben sie das Netz noch enger gezogen. Das heißt also, auch den Strafzettel aus zum Beispiel London, Kopenhagen oder Dublin lieber nicht wegwerfen. Da könnte noch was kommen. Seit mehr als 3 Jahren pendelt Thomas Duske mit seinem LKW zwischen Hamburg und Kopenhagen. Einmal musste er bislang Strafe zahlen. Die Beleuchtung an seinem alten LKW war der dänischen Polizei zu üppig. 250 Euro waren fällig. Die Strafen sind immens hoch. Mehr als in Deutschland. Ne? Also daher geht man schon ganz behutsam zur Sache da. Ne? Achtet auf Verkehrszeichen, auf die Geschwindigkeiten sowieso. Bei Thomas Duske kassierte die Polizei gleich vor Ort. Tausende andere deutsche Fahrer erhielten Knöllchenpost aus dem europäischen Ausland. Bereits heute tauschen die Behörden ihre Daten über Verkehrssünder aus, über Ländergrenzen hinweg. Neu ist, dass jetzt auch Dänemark, Großbritannien und Irland mitmachen müssen. Dafür haben sie 2 Jahre Zeit. Außerdem wurde die EU-Richtlinie verschärft. Die Verfahren können jetzt noch schneller bearbeitet werden und noch besser verfolgt werden. Die Richtlinie gilt nur für bestimmte Verkehrssünden. Mit Knöllchenpost muss rechnen, wer zu schnell fährt, sich nicht anschnallt oder mit dem Handy am Ohr geblitzt wird. Wer falsch parkt, wird keine Post kriegen. Daten von Falschparkern werden nicht abgefragt. Strafzettel verschicken ausländische Behörden selbst an deutsche Autofahrer. Zahlt dieser nicht sofort, vollstreckt in Deutschland das Bundesamt für Justiz. Allerdings nur, wenn die Forderung auch deutschem Recht entspricht. Frankreich und Italien etwa nehmen immer den Fahrzeughalter in die Verantwortung, Deutschland den Fahrer. Doch selbst wenn der Autohalter in Deutschland nicht zahlen muss, im Ausland bestehen die Ansprüche gegen ihn weiter. In Deutschland gilt wirklich die Fahrerhaftung. Das heißt, ich kann nur für Vergehen belangt werden, die ich auch wirklich begangen habe. Und es gilt nicht, nur weil das Auto auf mich zugelassen ist, bin ich auch wirklich derjenige, der bezahlen muss. Aber ich würde es mir trotzdem dreimal überlegen. Wenn ich nämlich in dieses Land noch mal einreisen möchte, dann interessiert im Zweifelsfall den Polizisten nicht, ob wie bei uns die Rechtsgrundlage ist, sondern er will einfach die Forderungen erfüllt sehen und dann kann es teuer werden. Denn zur ursprünglichen Strafe können dann weitere Forderungen fürs Nichtbezahlen und Verfahrenskosten hinzukommen. Mitunter beschlagnahmen die Behörden bei der nächsten Einreise in das entsprechende Land sogar das Auto. Die Höhe der Bußgelder variiert in den verschiedenen EU-Ländern zum Teil erheblich. Handy am Steuer macht in Deutschland 60, in Dänemark 200 Euro. Auch deshalb konzentriert sich Thomas Duske bei seiner nächsten Tour nach Kopenhagen nur aufs Fahren. Fall. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mit der richtigen Technik bekommt man dieses alte Kinderspiel wieder einen völlig neuen Schwung. Zum Beispiel Sendungen oder Filme, die nicht mehr auf einer Leinwand, dem Fernseher oder auf dem Smartphone laufen, sondern
direkt auf unserer Netzhaut. Damit könnte ich zum Beispiel das Mittagsmagazin direkt auf der Pupille sehen. Wie aufregend. Allerdings, ein wenig müssen wir uns noch gedulden, bis diese Technik soweit ist. Träumen dürfen wir aber jetzt schon auf der Stuttgarter Effektmesse FMX. Können wir uns noch sicher sein, was wir in den eigenen Händen halten? Der Elefant, ein Trugbild, der Realität hinzugefügt, dem Betrachter direkt ins Auge projiziert, direkt auf dessen Netzhaut. Noch ist das eine Zukunftsvision. Eine, an der er angeblich arbeitet. So munkelt man jedenfalls in der Fachwelt. John Root von der amerikanischen Firma Magic Leap. Wir treffen ihn auf der Stuttgarter Effektmesse FMX, als er gerade die Spezialbrillen der Konkurrenz testet. Brillen, die überflüssig werden, wenn es tatsächlich gelingt, virtuelle Bilder direkt auf der Netzhaut zu erzeugen. Vielleicht ist einmal eine Welt möglich, wo ich durch die Straße gehe und da ist ein hässliches Graffiti an der Wand und ich blende mir stattdessen Rosen ein. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es könnte auch sein, dass sich Pepsi da Werbefläche kauft und dort sein Logo platziert. John Roots Projekt Magic Leap ist im Moment eines der geheimnisumwittertsten in der Branche. Angeblich soll Google eine halbe Milliarde Dollar in das Unternehmen investiert haben. Darüber will John Root nicht mit uns sprechen und auch nicht über technische Details. Alles ganz geheim. Im Internet jedenfalls wirbt Magic Leap mit diesem Video, in dem ein Mann Programmsymbole und Dateiordner in der Luft über seinem Schreibtisch hin und her schiebt. Als er genug davon hat, greift er zur Laserpistole, die genauso real erscheint wie die Außerirdischen, die nun sein Büro stürmen. Aber von der Realität ist die virtuelle Welt noch meilenweit entfernt, sagt John Root. Dazu müssten wir es noch schaffen, auch Durst und Hunger zu simulieren. Allerdings eine Welt, in der es gelänge, alle Sinne zu täuschen, wäre auch gefährlich, denn dann würden wir an virtuellem Hunger vielleicht auch sterben. Auch das übrigens eine virtuelle Welt, auch wenn es hier nicht auffällt. Eine Szene aus dem Kinofilm über den Hitler-Attentäter Georg Elser. Fast die komplette Kulisse ist an den Computern der Stuttgarter Firma Macke Vision entstanden. Und eine kleine Gruppe der immer gleichen Statisten wurde mehrfach ins Bild gesetzt. Visuelle Effekte sind das zweite große Thema auf der Messe FMX. Ganz wichtig war da natürlich auch ein extremer Realismusgrad. Das heißt, wir haben unsere Arbeit dann gut gemacht, wenn der Zuschauer nicht sieht, dass es ein Effekt war. Gut möglich, dass künstliche 360-Grad-Rundum-Bilder bald so perfekt direkt vor unseren Augen oder in unseren Köpfen entstehen, dass sich auch das Kino radikal verändert. Wenn wir überhaupt noch eine Leinwand im Kino haben, dann sicher außerdem irgendwas auf der Nase, das uns bei Schneewittchen, Häschen zaubert, die durchs Kino hüpfen, und Vögel, die über uns herumschwirren. Oder eben einen Elefanten in die Handfläche. Als Trugbild vielleicht direkt auf der Netzhaut, auch wenn das im Moment nicht mehr ist als ein streng geheimes Forschungsprojekt. Und zurück in die harte Realität. Auch im Mai haben wir Aprilwetter und wie unberechenbar der Himmel sein kann, das sehen wir an den Trümmern und den Trümmerbildern aus der Kleinstadt Bützow bei Rostock, wo ein Tornado durch den Ort fegte. Unser Wettermann Dieter berichtet jetzt darüber und wirft natürlich auch einen Blick auf die nächsten Tage. Die meisten Einwohner von Bützow stehen unter Schock und vor den Trümmern ihrer Stadt. Was ein Tornado in wenigen Minuten anrichten kann, das Ausmaß der Schäden lässt sich noch gar nicht richtig abschätzen. Die Windhose, dieser heftige Wirbel, ist gestern Abend hier im Zentrum von Bützow, südlich von Rostock, bei starken Gewittern wie aus dem Nichts entstanden und hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Abgedeckte Häuser, Trümmerteile auf den Straßen, unzählige Dachziegel, Metallteile, Balken sind gestern Abend wie Geschosse durch die Stadt geflogen. Eine Frau musste mit schweren Verletzungen ins Rostocker Klinikum gebracht werden. Darüber hinaus gab es etliche Leichtverletzte. Heute müssen Statiker die Häuser überprüfen. Drei gelten schon jetzt als unbewohnbar. Und es wird Wochen dauern, bis man zur Normalität zurückkehren kann. Hier die Momentaufnahme des Regenradars von gestern Abend, als die Unwetter in Bützow gewütet haben. Es war eine Gewitterfront, die aus Westen kommend über Norddeutschland hinweggezogen ist. Unwetterartige Gewitter gab es ja nicht nur in Bützow, sondern in vielen anderen Regionen auch. Hier sehen wir die kräftigen Echos direkt über Bützow gestern Abend so gegen 19 Uhr. Wir hatten es mit feucht-warmer Luft zu tun. Feuchte Luft, Wasserdampf enthält viel Energie. Und als dann die Kaltfront dieses Tiefs auf die schwüle Luft getroffen ist, ist der Dampf nach oben in kältere Schichten gehoben worden, verdrängt worden. Und da wurde die Energie frei. Wolken haben sich aufgetürmt. Es kam eben zu heftigen Entladungen. Und bei ungünstigen Windverhältnissen können dann eben auch Wirbel, sprich Tornados, entstehen.
Das aber jetzt überstanden. Teils haben wir es immer noch mit durchwachsenem Wetter zu tun, aber auch dieses Hochdruckgebiet macht sich allmählich schon wieder bemerkbar. Heute noch einige Schauer und Gewitter, keine Unwetter mehr. In der Nacht anfangs örtlich noch Schauer, später muss damit vor allem hier im Nordwesten und auch am Alpenrand gerechnet werden. Sonst klart der Himmel in der Nacht vielerorts auf. Morgen mal Sonnenschein, mal dichte Bewölkung, ab und zu Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Überwiegend freundlich und trocken ist es Richtung Süden, Richtung Südwesten. Bis morgen Vormittag im Norden, vor allem an den Küsten und allgemein bei Schauern, stürmische Böen. Auch sonst weht der Wind morgen mitunter frisch. Im Süden ist er allerdings nur schwach bis mäßig. Und die Temperaturen in der Nacht 10 Grad an der Nordsee, 3 Grad auf der Schwäbischen Alb. Morgen im Norden 11 bis 15 Grad, ansonsten ist es ein bisschen milder, 15 bis 18 Grad. Hier vom Rhein-Main-Gebiet bis zum Oberrhein Temperaturen um 20 Grad. Und die weiteren Aussichten am Freitag ist es überwiegend freundlich. Im Norden muss mit ein paar Tropfen gerechnet werden. Nicht viel, aber ganz trocken wird es nicht bleiben. Am Freitagnachmittag im Süden dann örtlich Schauer und Gewitter. Insgesamt 13 bis 25 Grad, wieder etwas wärmer. Und der Blick auf das Wochenende, ja, alles in allem eher wechselhaft. Da kommt das nächste Tiefdruckgebiet. Es ist dann teils windig und auch wieder etwas kühler. Also, wir haben es mit einem ziemlich wechselhaften Mai zu tun, im Moment zumindest. Soweit das Aktuelle aus der Wetterredaktion in Frankfurt. Damit zurück nach München zu Stefan. Dankeschön, Dieter. Eine heiße Geschichte verfolgt uns heute Abend im Ersten, und zwar in Plus Minus. Richter verhängen Bußgelder, das wissen wir schon, doch sie tun das nicht immer ganz ohne Eigennutz. Und da kommt plötzlich Hochspannung in die Story. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Richter verteilen jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro an Bußgeldern. Welcher Verein das Geld bekommt, dürfen sie selbst entscheiden. Unkontrolliert, manchmal aber nicht uneigennützig. Zum Beispiel beim Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Das ist ein Verein, der tatsächlich Richter engagiert, Vorträge zu halten. Das heißt, wenn Richter dem Verein Bußgelder zukommen lassen, dann kommen die auf dem Umweg wieder bei den Richtern an. Und das ist definitiv nicht im Sinne des Erfinders. Geld fließt aber auch an Reitvereine. Ist ja ein teures Hobby. Mehr als 20.000 Euro bekam dieser Verein durch seine guten Kontakte zum Amtsgericht Würzburg. Das Geld, Bußgelder, die Richter Thomas B. verhängt hatte. Seine Frau, Schatzmeisterin des Vereins. Ja, Sie dürfen nicht vergessen, mein Mann kennt den Verein seit 1999. Meine Tochter reitet hier seit 1999. Und dadurch weiß er, was der Verein tut. Bußgelder außer Kontrolle. Mehr dazu heute Abend, 22 Uhr im Ersten. So sah die Welt am Mittwochmittag aus. Danke fürs Dabeisein und gerne bis morgen. Auf Wiedersehen.